Fritznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst. Und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe von MEF Kompakt mit den Veranstaltungshinweisen und Ausflugstipps für die kommende Woche in unserem Sendegebiet. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und dass wir Ihnen bei Ihrer Freizeitgestaltung behilflich sein dürfen. Gerade jetzt in unserem hochsommerlichen Gefilde verkrümelt man sich ja gern mal zum Abkühlen in die umliegenden Badegewässer. Abkühlen geht aber auch anders, nämlich indem man genug Fahrtwind abbekommt. Kleiner Scherz, richtig schweißtreibend geht es in unserem ersten Veranstaltungshinweis zu. Die Olbernhauer Radtour in der 25. Auflage steht am 12. August auf dem Plan. Ein sportliches Event für alle, die gern mal in die Pedale treten und die, die es werden möchten. Eine Veranstaltung für groß und klein, sportlich oder eben auch nicht, jung und alt. Start- und Zielort ist der Gessingplatz im Zentrum von Olbernhau. Es werden 4 Touren angeboten, die Ausdauerstrecke mit Start um 7.30 Uhr, die Fitness- und die Fitness-Plus-Strecke mit Start um 9.30 Uhr und die Familientour. Hier wird um 10.30 Uhr losgeradelt. Die Streckenpläne und Streckeninfos mit Höhenprofil sind unter www.olbernhau-radtour.de abrufbar. Die Anmeldung ist auch am Tag der Veranstaltung auf dem Gessingplatz bis 30 Minuten vor dem Start möglich, also für die Kurzentschlossenen. Das Organisationsteam, das freut sich natürlich auf zahlreiche Radler. Geht es Ihnen auch so? Manchmal findet man Dinge, bei denen man denkt, brauche ich das noch oder kann das weg? Oder vielleicht sieht man auch etwas und denkt sich, Mensch, das wollte ich doch schon immer haben oder das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ja, da haben wir vielleicht etwas im Programm für Sie. Wie wäre es denn mal mit Trödeln und über den Flohmarkt bummeln? Oder möchten Sie selbst doch etwas an den Mann oder an die Frau bringen? Ja, der Floh- und Trödelmarkt, der findet am 12. August in der Zeit von 9 bis 17 Uhr statt. Die anfallenden Standgebühren für die Händler auf dem Marienberger Marktplatz können Sie auf der Homepage der Stadt Marienberg nachlesen und eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Aufbau ist ab 8 Uhr möglich und jeder kann mitmachen. Händler sind willkommen und vielleicht findet sich auch das ein oder andere Schätzchen. Konzertante und klanggewaltige Musik aus einem imposanten Instrument hören und erleben Sie am Sonntag, den 12. August in der Kirche zu Furchheim. Um 17 Uhr können Sie hier gern dem Orgelkonzert an der Silbermann-Orgel von und mit Kirchenmusikdirektor Matthias Dreisig aus Erfurt beiwohnen und lauschen. In seiner Vita finden sich eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland. So zum Beispiel in Tschechien, der Schweiz, Italien, Rumänien, Frankreich, Polen, Russland, Finnland, Dänemark, Litauen und am 12. August auch in Forchheim. Träume sind wie Spiegel unserer Seele. Wer hineinschaut, sieht sich selbst. So die Einleitung zum bevorstehenden 10. Nachwuchsförderpreis Literatur im Erzgebirge. Nicht greifbar, scheinbar unmöglich, beängstigend oder vielversprechend. Träume haben unendlich viele Facetten. Aber haben junge Menschen eigentlich noch Träume? Oder bestimmen einzig und allein Internet und Social Media, was sie sein wollen und was sie werden möchten? Diese und noch weitere Fragen gilt es zu beantworten.
Ja, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Ideen zu Papier zu bringen und damit am Wettbewerb um den Nachwuchsförderpreis teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 31. Dezember. Zugegeben, das ist noch eine Weile hin, aber eine preisverdächtige Einsendung schreibt sich ja nicht über Nacht. Oder etwa doch? Das Teilnahmeformular und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Homepage der Baldauf Villa unter www.baldauf-villa.de. Auf dem Programm zur Kurparksaison 2018 in Warmbad steht am kommenden Wochenende das junge Amateurblasorchester aus dem Tal der Freiberger Mulde. Seien Sie dabei, wenn die Original-Muldenthaler Musikanten am 12. August um 15 Uhr auf dem Konzertplatz im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad mit Egerländer Musik, böhmischer, mährischer Blasmusik bis hin zu traditionellen Musiktiteln aus der Heimat begeistern. Weitere Infos und Veranstaltungen finden Sie natürlich auch nochmal auf www.warmbad.de. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren und ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder pünktlich zu MEF Kompakt begrüßen zu dürfen. Sie sehen uns mehrfach täglich zu den gewohnten Sendezeiten und wenn Sie mehr von uns sehen möchten, dann empfiehlt es sich mal in den MEF Wochenrückblick zu schalten. Ja, und tagesaktuell halten wir Sie auf dem Laufenden mit unseren Nachrichten in Megional und das ebenfalls mehrmals am Tag zu den gewohnten Sendezeiten sowie vollkommen Sendezeiten unabhängig via YouTube, Facebook und auf www.mef-line.de in unserer Mediathek quasi to go. Ja, ich verabschiede mich und sage Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und egal, was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei. Erznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst.